Mein Name ist Gullis. Liebe Wölfe und baldige Wölfe. Sorry. Was im Hals. So heißt es. Frosch im Hals, genau. Wir machen genau an dieser Stelle weiter. Wieder mal keine Ahnung, was Sache war. Wir waren... kurz überlegen. Letztes Mal sind wir unten rausgegangen, ne? Und da ist auch noch irgendwas, was ich holen wollte. Aber ey, jetzt gucken wir einfach mal oben. Ich hoffe, oben geht's nicht weiter, sonst muss ich irgendwann ganz zurück, damit ich wieder nach unten raus. Bah. Naja, egal. Oh, hey. Ach, fuck off. Einer. Zwei. Fuck. Und fast tot. Cool. Ich will ja jetzt nichts sagen. Zum Beispiel, dass diese Viecher übertrieben stark sind oder so. Aber das muss ich denen lassen. Sie hauen rein. Oh, ich bin noch nicht wieder ganz fit, also wundert euch nicht, ne? Fuck! Das war nicht nett. Und dafür musst du bluten. So. Irgendwie war das einfacher als erwartet. Können wir nicht ein bisschen wie bei Ori das Ganze haben? Dass wir so coole Perks kriegen, dass wir alles automatisch einsammeln. Oh, das ist cool. Okay, ein neues Schränkchen. Da hinten waren wir schon, oder? Oder nicht? Sind wir nicht da hochgegangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich weiß nicht mehr, wo wir schon waren. Ich weiß nicht mehr, was wir gemacht haben. Aber, oh, jetzt kann ich doch gucken. Ah, nö, da müssen wir hin. Ah, ja, so war's. Okay, das scheint da hinten rüber zu gehen. Aber da dieses Spiel ja augenscheinlich aus einer ganzen Menge versteckten Orten besteht, dachte ich, gucken wir uns mal ein bisschen um. Weil unser Ziel scheint nicht mehr so weit weg zu sein. Als ich blöde Gefühl, was ich habe, ist, dass wenn ich das eine sehen will, muss ich das jetzt machen. Aber ich scheine so schnell nicht mehr dahin zu kommen. Na gut, runter geht's ja bekanntlich schneller als hoch. Achte ein. Wenn du jetzt tot wärst, ne? Boah, was wird mich das aufregen? Stimmt, hier war das mit dem Instant-Karma. Ah ja. Genau, und hier sind wir noch rausgegangen. Und dann habe ich noch Tschüss gesagt. Ungefähr viermal. Und irgendwas war hier noch, ne? Genau. Ich sag's ja, irgendwas war hier. Wie rollt man nochmal weg? Wie weiche ich nochmal aus? Ah, so. Hallo? Stimmt. War wir nicht letztes Mal hier auch verreckt? Nee, wir sind, glaube ich, nur wieder reingerannt, oder? Oder war wir doch verreckt? Ach, ich weiß es nicht mehr. Freut ihr schon auf 2018? Fuck. Ich habe ein Weihnachtsgeschenk von euch bekommen. Na, ich ein bisschen früh schon, hä? Ich meine nur. Eine schöne Spende mit einem richtig schönen Gruß. Ah, doch, hat geklappt. Danke aber dafür. Ich pack's auch erst Weihnachten aus. Hast du gerade deinem Kollegen in den Rücken gestochen? Obwohl ich schon kilometerweit weg war? Das heißt, du hast das vorsätzlich gemacht. Kann das sein, dass dieser Angriff hier, der hier, patz, mein absolut stärkster ist, den ich habe. Und es leuchtet und wir müssen reinpieksen. Klar, wie immer. Bäm. Ein weiteres blaues Teilchen. Was war das nochmal? Das war die Energieleiste, richtig? Ja, können wir was machen? Nö. Okay. Hey, dafür, dass es mir gar nicht gut ging. Geht's mir besser als erwartet. Jetzt können wir nach oben raus. Da es anscheinend nur noch einen Weg gibt, heißt es wohl ab zum Ziel. Oh, ich hoffe, das Spiel geht noch ein bisschen länger. Es wäre voll schade, das jetzt einfach so durchzuhaben. Und das wird meinen Plan durcheinander bringen. Oh, Moment. Gut, dass ich nochmal hier war. Also da hinten müssen wir gleich hin.
ist denn der andere Teleporter? Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann lasst mir ein Abo da. Klickt jetzt auf Abonnieren. Damit ihr 2018 die coolen neuen Formate mitbekommt. Damit ihr vielleicht sogar Teil dieser neuen Formate werdet. Wer weiß, was ich so vor. Und vor allem teilt das Video. Hilft mir die Bekanntheit meines Kanals zu steigern und dann haben nicht nur ich was davon. Dann haben einige Menschen was davon. Vor allem, und das werdet ihr ziemlich schnell merken, ihr. Oh, ich dachte, den können wir nur einmal benutzen. Oh oh. Dieses unheilvolle Geräusch wieder. Na, was kommt jetzt? Holy shit. Warum fliegt das so stark hoch? Ich brauche mal ganz kurz einen Radarüberblick, quasi. Geht nicht. Ich wollte wissen, ob hier irgendwo ein Robo ist zum Reinpieksen. Damit wir diese Pestilenz da wegkriegen. Ach, genau, das haben wir doch eben gesehen. Okay, okay, okay. Wo könnte es jetzt hergehen? Wahrscheinlich in das Gebiet da, was wir gerade rausgeholt haben, was? Okay, da ist der Schalter, dass wir wieder runterkommen. Wow, 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 wow. Das ist ein großer Raum. Das ist jetzt bitte kein Endgegner. Hey, du schon wieder. Was? Hardouts. Okay. Also theoretisch einfach gerade hoch. Steht den Kerl ein? Ich könnte das ja mal beim Schneiden mal langsam abspielen. Mal den Sound anpassen. Vielleicht gibt es ja irgendeine Möglichkeit, den zu verstehen. Oder vielleicht hat er auch nichts Verständliches. Hier kommen wir hinterher runter, ne? Ja. Nach ganz unten kommen wir dann nicht. Ja, hier waren wir gerade. Hier ist das neue Land. Ja, dann scheint es wohl doch nur hoch zu gehen. Kein Roboter, wo wir reinpieksen können. Ich meine, hier liegen tausende von Robots. Hier muss doch was zum Pieksen sein, oder? Ich glaube, hier sind wir richtig. Aber wenn wir hier richtig sind, dann kann er hinten nicht falsch sein. Aber kennt ja mein Motto. Da müssen wir anscheinend her, was uns wird. Moment! Ist da nicht ein Robot zum Pieksen? Einen, wo wir nicht hochkommen. Was ist das? Nicht das. Das am Boden. Ja gut, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass das da tödlich ist. Aber das hätte ich auch so sagen können. Wenn uns das Ding zerschmettert, dann bluten wir. Das heißt, das Männchen, das wir spielen, besteht aus Blut. Ihm wurde ja immerhin auch der Arm abgehackt. Aber wenn ihm der Arm abgehackt wurde und es auch bluten kann, wie kann es dann jedes Mal wieder auftauchen, wenn wir kaputt waren? Ich meine nur, ich will wissen, was das hier für eine Welt ist. Ich will verstehen, was wir für sind. Wir haben leuchtende Augen, also menschlich kann das eigentlich nicht sein. Hier geht's nicht wirklich her. Ist ja auch egal, das scheint was für die nächste Folge zu sein. Ich dachte, das ist kurz gerade, wo wir sind, aber... Das scheint dann wohl doch etwas komplexer zu sein. Na gut, wir machen demnächst weiter und dann befreien wir das kleine Robo-Dingsi da. Da, da oben das. Mach schneller, Kamera. Da oben. Das befreien wir und dann pieksen wir rein. Okay. Und diese Blume hinter mir macht mir ein wenig Sorgen. Nun ja. Wir folgen dem Roboter auf der Spur des Freundes. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Hopp. Valado Heris. Ich bin euer Wolf.